Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Die nächste Mission führt dich in eine neue Welt. Brich auf, sobald du bereit bist. Okay. Ich wollte gerade sagen, neue Welt, aber da war schon wieder Halloween Town. Sammle Organisationsemblem, sammle Herzen. Ja, wir machen zuerst Halloween Town. Let's go. Nice, besiege Herz und sammle Herzen. Bam. Hey, lol. Ach, schon wieder die Dinger da. Ah, perfekt, da haben wir schon zwei so Babys. Ach, naja, gut. Die bringen mir eigentlich gar nichts. Naja. Ach, schon wieder so ein Ding. Oh nee. Ja, da ist wieder so ein Ballon. Mit nichts drin, scheiße. So, die Frage ist, brauche ich ihn jetzt echt wieder oder was? Anscheinend. Das finde ich ziemlich doof. Wie sehr doof. Oh. Ja, ein falscher Herz, oder? Perfekt. Mega Schatten durch. Naja. Was war da oben? Achso, das Ding. Gut, dann gehen wir halt da hinten lang. Das sollte reichen. Was denkst du, Zero? Der Doktor hat's für mich gebaut. An Halloween mache ich meine Lampe an und habe einen großen Auftritt. Die können sich auf eine Überraschung gefasst machen. Ups, ich komme zu spät. Schnell zurück zum Labor des Doktors. Sei ein guter Junge, Zero. Also für die, die erst jetzt dazu kommen, ich nenne ihn mit Absicht Zero, weil er im Film Zero genannt wurde und nicht Zero, deswegen nenne ich Zero. Ich kann diese Laterne bestimmt anmachen. Ach so. Perfekt. Wenn ich das jetzt bei allen machen soll, dann könnte es kritisch werden. Hi! Nice boy! Bam! Okay, die brennt schon. Bam! Ach, da passiert sogar was. Aha. Also immer jetzt damit, keine Ahnung. Ach, man kann jetzt da weiter. Okay, cool. Okay. Sieht aus wie eine Tür, aber wo ist der Türknauf? Oh Gott, ey. Soll ich jetzt das alles anmachen oder was? Ich hab doch gar nicht so viel Ding. Feuer. Komm. Nein, ist jetzt dein Ernst, oder? Ich habe doch voll getroffen, als ob ich dafür jetzt extra die Scheiße anvisieren muss. Komm. Ja, guckt euch das an, es hat wieder nicht geklappt. So ein Scheiß. Ja, perfekt. Perfekt. So ein Scheiß. Und dann gibt es ja nicht mal ein Herz aus, den ich wegpoppen kann. Dass da die ganze Zeit Knochen im Symbol ab, das nervt auch ein bisschen.
Halt! Wer ist da? Ah! Na, ihr kennt das schon wieder. Du darfst hier nicht durch. Die Straße ist gesperrt. Fang! Aus dem Weg! Oh, darf ich die jetzt ein bisschen verprügeln? Geil. Weg mit den Kindern. Hä, wo sind die jetzt hin? Ah, da. Ah, der hat ja... Wow. Wieso hat der so viel Leben? Oh, lol. Wow, wow, wow. War das gerade Wario oder was? Da war Luigi. Ach, mein Gott. Wow, wow. Hey, was? Da liegt jetzt die ganze Zeit doch. Aber Alter, was? Die sind ja übel nervig. Komm her, du Kackkind. Ich hatte ja gefühlt denselben Soundeffekt. Oder selben Synchronsprecher oder so. Zumindest in der Version. Komm her. Bam. Hau dich. Au. Und was mit dir? Hast du mal wenigstens eine andere Stimme? Okay, wenigstens die. Oh. Das ist ja übel nervig. Bam. Bam. Okay, okay, wir geben mal auf. Entspann dich. Sag mir, warum ihr den Weg versperrt. Wenn wir das nicht täten, würdest du da reingehen und ach nicht. Und was? Was ist da? Nichts. Genau, jede Menge davon. Keine Streiche mehr. Versprochen. Bitte lass uns gehen, bitte. Streiche? Mir in die Quere zu kommen, war ein Streich. Warum? Weil es Spaß macht. Spaß, das verstehe ich nicht. Macht es aber. Streiche sind super. Sie selbst. Ja. Das ist unsere Chance. Weg! Es ist echt wow. Mir gefällt die Idee mit der Lampe ja gut, aber... Ich wünsche, die ganze Sache hätte noch mehr, etwas mehr Pep. Huch. Weg hier! Wohin? Zu unserem Geheimversteck. Die drei haben bestimmt nichts Gutes vor. Warte mal. Etwas mehr Pep-Explosionen? Das ist perfekt. Ach, Jake. So, besiege Hesslose immer noch, ja. Ach, guck mal, wer da ist. Hoppala. Hier, kannst du das... Ach, Mann. Hier, bitteschön, nimm diesen scheiß Knochen von mir weg. Gönn dir. Bam, 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 bam. Ach so, scheiße, ich habe ja gar kein Feuer mehr. Oh. Ding macht ganz schön Schaden, ey. Bist du bescheuert? Komm. So, wo ist Zero hin? Jetzt kommen die ganze Zeit wieder, oder was? Ach, da oben ist Zero. Aua. Na, oh, weg mit dir. So, jetzt heilen wir mal. Bam! Komm her mit euch, aua. Bam! Ja, Mann. Alter, jetzt macht's wieder in der Luft kämpfen Spaß, ey, weil ich schön oben bin.
Bam. Jetzt bist du auch mal dran. Freust dich ja nicht anders. Bam. Na, wenigstens habe ich jetzt wieder ein paar Herzlose gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es immer länger dauert, weiter zu kommen. Okay. Eine Kiste. Oh, das ist schon die letzte. Ja, Wahnsinn. So, was ist da oben? Ach. Ja, gut. Dachte, ich kann dann irgendwie weiter oder so. Aber gut, das ist auch okay. Ah, komm her. Finde ich echt uncool. Hallo. Komm mal hier, nicht abhauen. Was darfst du eigentlich? Dass du mich einfach verprügeln kannst, damit du weg, damit du einfach abhauen kannst, oder? Das geht ja mal gar nicht, ey. Achso, ich brauche einen Knochen. Ich nehme mal den da. So. Bitte schön, du bist bestimmt Knochen, ne? Hier, gönn dir. Gönn dir, Brudi. Na? Na? Wo willst du hin? Frag mich, ob der unendlich viele quasi spawnen kann, wenn man einfach nur die Knochen hat, aber es gibt ja nicht unendlich Knochen. Oh, du schon wieder. Also auf den habe ich eigentlich nicht so Bock. Da habe ich immer Angst, dass die sich irgendwie wegsprengen oder so. Uah. Naja, hast schon. Uah. Komm her. Au. Ey, immer kurz bevor ich den harten Schlag mache. Oder mich weg. So, da ist noch ein Knochen. So, zeig mir noch mal ein. Ich glaube, ich brauche noch 2 oder 3, damit ich hier fertig bin. Okay, ich dachte, das war hier. Ach, hier der Kürbis. Ah, oh, nicht schon wieder so einer. Naja, passt schon. Please. Huch, okay. Gut. Hat aber immer noch nicht gereicht. Ich kann auch die Kürbisse nicht vorher irgendwie angucken, aber ist schade. Hey, wenn er jetzt wirklich dahinter rennt, der riecht doch. Das macht er wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht auch schon. Und jetzt fliegt er aber straight irgendwo hin. Ach, wieder zurück, okay. Ja, zeig mal, wo ist das? Nehmen wir schon mal einen neuen Knochen mit. Ah, da hatte ich doch gerade was. Schneekiste. Okay. Mann, jetzt haben die so mehr Leben, oder was? Bam! Boah. Ja, hat aber nicht. Obwohl es Schnee ist, jetzt nicht so mega, mega Schaden gemacht. Ich guck. Ja, komm her. Feuer! Bam! Oh, fertig, die Kacke. Okay, das kann ich nicht mehr. Oh, lol, was war das? Auch nicht mehr tragen. Ja gut, dann kann ich ja jetzt zurücklaufen. Perfekt. Genau das, was ich schon die ganze Zeit wollte. Super. Einfach weg hier. Nice. Okay. Ich weiß nicht, wieso bei dem... Hier bei Halloween Town habe ich halt die ganze Zeit Bock, irgendwie die Melodie mitzusummen oder so. Das habe ich irgendwie bei vollen vielen Kingdom Hearts Level Welten. Hamam. Double Dash. Double Dash. Wie Mario Kart Double Dash. ZSS, let's go. Pyrostein. Okay, und wieder ganz viele Splitter und so. Und ein Feldfreigeber, natürlich. Tag 174, Aktion und Reaktion. Gut, ein neuer Eintrag. Ist mir aber egal.
Was mir aber nicht egal ist, dass eventuell tafelmäßig nicht alles perfekt ist. Genau, hier. Hyperosion. Hyperosion. Und. Ja, komm, ich pack einfach nochmal. Oder? Ach komm, scheiß drauf, ich pack jetzt einfach das rein. Zack, passt schon. Passt schon, Hauptsache irgendwas ist drin. So, weiter geht's. Beende deine Vorbereitung und mach dich auf den Weg. Jo, mach ich. Besiege den Wellenberg. In dieser neuen Welt ist ein Wellenberg aufgetaucht. Finde und besiege ihn. Okay, auf geht's zu Peter Pans Welt. Die kennen wir natürlich schon. Aber nicht die Art von Welt, glaube ich. Eine kleine Insel. Und das Schiff. Neverland, Nimmerland. Das ist also Nimmerland. Wie heißt nochmal der Herzog, nach dem ich suche? Wellenberg? Er muss hier irgendwo sein. Ist auch so eine Sache, ne? Woher wissen die? Also er weiß den Namen. Und kriegt, glaube ich, auch ein Foto. Sonst wüsste er doch niemals, welcher Herzlose das ist. Oder fragt er jeden Herzlose immer so, hey, Herzlose, cool, ne, mit dir ein bisschen rumzuhängen und so. Du bist nicht zufällig Wellenberg oder so? Schneller Smee, häng dich richtig rein. Ey, Captain Hook. Dieses Mal liegen wir richtig. Der Schatz muss hier sein. Wäre nette Abwechslung nach all den Fehlschlägen, was, Captain? Wenn wir genauso viel Glück wie beim Finden der Schatzkarte haben, sind wir bald reich. Hehehe, irgendjemand wird sich gewaltig ärgern, sie verloren zu haben. Schatzkarten? Genug geredet, Herr Smee. Bewegt die Schaufel. Ei, ei. Captain, ich bin auf etwas gestoßen. Oh. Aha, lass sehen, was für einen Schatz wir gefunden haben. Verdammt, wieder eine Miete. Beruhigen Sie sich, Captain. Wir haben immer noch einen Haufen anderer Karten. Verflucht. Wenn wir den richtigen Schatz nicht bald finden, schnappt ihn uns doch jemand weg. Das gehört Geld mir. Niemand anders darf es haben. Niemand. Captain? Ja, noch mehr Soße. Lauf's mir. Miep, ei, ei, Captain. Alter, wie der Captain läuft, ey. Gut, jetzt kann ich die Herzlosen erledigen. Das sind nicht die, die ich suche, verdammt. Naja. Türkiser Marsch. Okay, interessante Musik auf jeden Fall hier. Aua. Und das, ey. Das hat voll weh. Oh, komm her, Luftkämpfer. Ich bin auch ein Luftkämpfer. Aber ich gehe nicht nach hinten zurück, weil ich nicht wie du ein Feigling bin. Okay. Feuer! 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 Easy. Lauter Müll. Warum sind die Herzlosen einfach so aufgetaucht? War dieser Schatz eine Falle oder sind sie aus einem anderen Grund aufgetaucht? Irgendwas an dem Kerl schien etwas merkwürdig. Ist das ihr Schiff? Ja, wahrscheinlich. Deswegen auf zum Schiff.
Oh, okay, er war alles weggedroppt. Einfach despawned. Gut, da ist sonst nichts. Oh, Tinkerbell. Nase weiß. Setzen Sie einen Kurs, Herr Smee. Wohin, Captain? Dahin, wo nach der nächsten Karte ein Schatz vergraben sein soll. Ich gebe nicht auf, bevor ich Gold gefunden habe. Du wirst mir den Schatz finden. Und wenn du jeden Quadratzentimeter dieser Insel umgraben musst. Kann ich dir helfen? Du willst, dass ich zu dem Schiff gehe? Aber wie? Es ist zu weit entfernt. Ich kann mir schließlich nicht einfach Flügel wachsen lassen und rüberfliegen. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Feenstaub ab. Perfekt. Hey, was ist das? Es leuchtet. Du willst, dass ich springe? Warte. Willst du damit sagen, dass ich fliegen kann? Also gut, okay, ich glaube dir. Ich hab's geschafft. Ich kann fliegen. Aber liegt das an dem Zeug, das du auf mich gestreut hast? Hm, auf Wiedersehen. Okay, was jetzt? Soll ich zu dem Schiff? Hm. Nein, ich bin hier, um den Wellenberg zu erledigen. Tut mir ja leid, sie im Stich zu lassen, aber ich darf nicht riskieren, gesehen zu werden. Die Mission hat Vorrang. Oh, was ist das? Verrat! Verrat! Du kannst jetzt Autogleiten verwenden. Zum Schweben drücke beim Springen Y. Mit Y kommst du höher, drücke B, um zu sinken. Du kannst dich mit dem Steuergerät frei bewegen. Okay, cool. Ja, saugeil. Yeah. Und jetzt bin ich immer automatisch in meinem Flugangriffsmodus, Alter. Saugeil. Auch wenn die Dinger die ganze Zeit abbauen. Ach komm, ich hasse euch. Hier, friss. Oh, friss nochmal. Daneben. Perfekt. Ja, gut, aber das war halt jetzt einfach super stupid. Oh, du bist scheiße. Bam. Okay, das mit dem Fliegen, da muss ich mir erst wieder dran gewöhnen. Ja, wahrscheinlich immer wieder hier in der Welt und sonst nirgends. Nein, ihr seid auch nicht das Viech. Ich hab nicht ewig Zeit, ey. Was hier? Nee. Vielleicht da hinten? Nee. Ja, was soll der denn sein? Ja, auch nicht. Vielleicht soll ich ja doch zum Schiff. Oh ne, da komme ich gar nicht hin. Hä? Aber warte mal, das ist ein Zelt oder so. Oder nee, das sah nur so aus. Perfekt. Muss ich jetzt echt alles hier wegklatschen? Perfekt, ja gut. Wieso habe ich denn jetzt nicht mehr, Alter? Okay, ist auf jeden Fall auch interessant, sobald ich irgendwie auf dem Boden lande, muss ich halt immer wieder sofort auf Schweben drücken. Das ist ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Boah.
Und auch, dass ich ständig die Anvisiererei da verliere. Jetzt hier schon wieder. Oh Mann. Bam. Okay, dann mache ich jetzt euch. Auch, dass er hier auch hin und wieder einfach automatisch das Anvisierte ändert. Das ist auch super nervig. Das kommt, glaube ich, alles von dem automatisch Anvisieren. Ich weiß aber auch nicht, warum das so ist. Das ist aber wirklich ziemlich nervig. Naja. Komm, türkiser Marsch. Bleib mal stehen jetzt. Okay, wo ist der andere? Da ist doch noch einer gespawnt. Oder auch nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Ich muss, glaube ich, echt alle weghauen, damit der kommt. Das ist super nervig. Einfach nur das Viech weghauen, Mensch, ey. Und wieso fliege ich immer auf einmal nicht mehr? Oh. Ich will nur zuhauen. Hallo, bleib hier. Bleib hier. Bleib hier, verdammt. Na, ja, perfekt, auch daneben. Ja, also gegen Flugviecher sind manche Attacken halt einfach ziemlich kacke. Ui. Okay. Hier drüben. Ja, perfekt. Ah, ist das nervig, ey. Auf einmal ist es so an da unten an der Spitze. Da habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Bam, bam, bam. Komm her. Mach dich fertig. Ist wieder eine dieser Folgen, die wahrscheinlich wieder ein bisschen überzogen werden. Von der Länge. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele kommen denn dann noch, Mann? Ich will doch nur diesen scheiß Boss da weghauen. Ja, und die hauen immer ab, ey. Das regt mich ja richtig auf. Ich werd so schnell grumpy bei dem Kack. Hör auf, mich zu verarschen. Ihr spawnt wie... Weiß nicht. Die scheiß Kanickel. Oh, Mann. Die Kanickel, die zu viel rumkanickeln. Um mal hier... jugendfrei zu bleiben. Bam! Oh, Power, hey. Bam. So. Ist der vielleicht hier? Spawnt der hier? Nee, der spawnt hier nicht. Ach, willst du mich verarschen. Ey, also das finde ich auch sehr verwirrend, dass ich ständig irgendeine andere Taste irgendwie drücken muss. Ach, lol. Wow. Okay, ich glaube, ich muss diese Löcher absuchen wegen den Schatzlöchern und so, wo sie gegraben haben. Ach ja, perfekt. Da sind schon wieder solche gespawnt. Boah, ihr seid halt auch überhaupt nicht nervig. Vor allem das, bleibt doch hier. Mein Gott. Boah, ich werde so wahnsinnig. 3000 Jahre für einen so ein Viech, ey. Ja, super. Geh weg jetzt. Jetzt bin ich schon wieder am Boden. Ey, super nervig, wirklich. Oh. Ach ja. Komm her. Oh Mann. Weißt du, mit B springt man. Mit B senkt man sich aber auch. Wieso machen die auf Y fliegen, statt einfach das auf B zu machen? Das ist doch komplett dumm. Finde den Weltberg. Ja, super. Okay, wo haben sie noch ein Loch gemacht? Da. Kommst du jetzt bitte? Ach, ich hasse mein Leben. Hasse mein Leben, ey. Ach, wenigstens ist er hier jetzt alleine. Oder auch nicht. Perfekt. Komm her. Boah, ist so ein es sind nur nervige Gegner im Spiel. Ey. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Das ist halt übel anstrengend. Das Spiel würde so viel geiler sein, wenn dann nicht ständig diese kacknervigen Kackgegner kommen. Ja, ich sag die ganze Zeit Kack. Oh, was kommt jetzt? Kommt der jetzt endlich? Ach, ich muss nur das eine Viech kaputt machen. Ja, perfekt. Nee, lass mich in Ruhe. Ich muss dahin. Okay, ich muss wahrscheinlich alle von den Dingern kaputt machen, als er kommt.
Ah, ich hab's verstanden. Nein, du, wie siehst den falschen an. Den machen wir kaputt. Bam. Oh, perfekt. So, kommt der jetzt? Hä? Wo soll ich denn noch schauen? Ich check's nicht. Ist da oben auch ein Loch? Ach ja, das... wow. Nein. Ach, ich hasse alles. Boah, wie nervig willst du sein? Square Enix, ja. Weg mit euch, ihr nervigen Kackdinger. Bam. Oh, der hat überlebt. Bam. Komm her. Ah, super. Bonus, yeah. Sind da einfach wieder zwei, habt ihr es gesehen? Ey, wo soll ich denn noch schauen? Wie, da unten ist nicht markiert. Ein Splitter, ja super. Hä? Ja, jetzt ist er hier wahrscheinlich auch nicht. Lass mich bitte einfach untersuchen. Das ist eine Flasche. Mann, lass mich in Ruhe. Danke. Ja, natürlich. Jetzt, wenn er die ganze Zeit hier oben war, drehe ich am Rad wirklich. Scheißviech. So ein Scheißviech, wirklich. Wellenberg, ey. Auch so ein Berg. Mein Gott, das mit dem Fliegen ist so dumm gemacht. Statt dass man es einfach auf B macht. Ja, der geht ja eigentlich recht fix. Ich will immer mit B nach oben fliegen, ne? Immer. Na ja, cool, jetzt habe ich auch keine Magie mehr. Ich habe alles geopfert. Für die kacknervigen Gegner. Ah, Wahnsinn. Mein Gott, ey, es ist so scheiße. Ey, mein Gott, ist das scheiße gemacht. Mann, ich will immer B drücken. Wenn ich mit der scheiße Taste springe, Alter. Wirklich. Es ist komplett dumm. Dass das Viech mit so einem scheiß Eimer... Ja, ich dreh mir mal fix, ne? Dann mach ich übel Schaden. Ah, ich habe noch ein Ad. Piss dich. Ach ja, es ist zu weit weg. Ach, es ist so eine scheiß Attacke. Bam. Ach, auch daneben. Ja gut, warum nicht? Ah, ich hasse alles. Ja, wenigstens hat das getroffen. Ah, ich komme halt zu nix. Weil die Steuerung komplette Scheiße ist, Mann. Ja, komm, ich hasse alles, Alter, in diesem Spiel. Beziehungsweise hier in das Fliegen, ey. Boah, ich raste gerade richtig aus, weil ich das so dumm finde. Die Steuerung von dem Fliegen ist halt so dumm belegt, Mann. Ah. Ja, perfekt. Und erst auch immer dieses Runterfallen, ey, das triggert mich übel. Weil dann muss ich dann wieder B drücken, ne? Damit ich dann wieder schön runterfliege und so. Ist so dumm. Ja, du lässt mich halt nichts machen. Schon verstanden, ich traf zwei, dreimal. Ja, komm, du bist so ein dummer Wichser. Der Rage ist real, wirklich. Ich bin gerade richtig salzig gegen den Scheiß. Weil die Steuerung komplett scheiße. Schau mal, wie lange das dauert für so ein bisschen Leben, Mann. Ja, piss dich. Sei tot. Dummer Wichser. Mein Gott. Ja, einfach weg hier. Pisst euch alle, Mann. Ihr könnt mich mal. Scheiß Insel. Scheiß Level. Scheiß Fliegen. Das ist bis jetzt... Oh. Das zweitschlimmste im Spiel oder so. Ja, ZZS, let's go.
Sie ist ganz allein zu dem Schiff. Ich hoffe, es geht ihr gut. Vielleicht hätte ich sie begleiten sollen. Sex würde es nicht gefallen, wenn ich in etwas verwickelt würde, was nichts mit der Mission zu tun hat. Aber ohne sie hätte ich das Ziel nicht gefunden. Warum sie wohl mich ausgewählt hat? Als hätte sie gewusst, dass ich ihr glauben würde, dass ich fliegen könnte. Komisch, fühlt sich an, als hätte ich das schon mal getan. Ich wäre jetzt nochmal umgedreht, ne? Ich wäre richtig ausgeflippt. Wirklich, ich wäre so ausgeflippt. Arbeit erledigt. Yep. Axel, das wirst du nicht glauben. Ich bin heute geflogen. Hm? Geflogen? Ja, wie ein Vogel. Naja, so in der Art. Ist schwer zu erklären. Kannst du mir vorstellen. Das kann man gar nicht beschreiben. Ich habe mich darauf gefreut, es dir und Chiron zu erzählen. Okay. Zu fliegen fühlt sich so vertraut an, als hätte ich das schon mal getan. Komisch, oder? Ich wünsche, Chiron würde aufwachen, damit ich ihr alles erzählen kann. Bam, abgeschlossen. Vitra-Rezept, Combo-Tech, Glückstech, Gleiter. Ja, perfekt. Danke für gar nichts. Tag 175. Ohne Untertitel. So, dann war es trotzdem erstmal für heute. Deswegen bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi!